ist für dich! Also. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Attack of the B-Team mit dem Tigger und dem David. Ja, und wir sind mittlerweile in der 7. Folge. Yay! Yay! Wow, fast ein Jubiläum. Und ich bin so dumm. Ich habe mich eben drüber beschwert, dass ich keine Kohle habe und direkt neben dem Crafting Table ist Kohle. Massenweise Kohle ist da. Ich habe mir kurz was überlegt, es wäre schon, also wir machen das mit der Kuppel ganz sicher, wird auch unser erstes Projekt sein, aber ich habe mir überlegt, die Kuppel würde ich eher so als zusammen machen, ja, so als wir sind zwei verrückte Wissenschaftler, die sich eine eigene Basis da unten aufbauen, ja, das würde ich eher, würde ich eher so machen und das wird dann halt auch noch ein eigenes Haus bauen, der sich. Oder eine eigene Festung oder sowas. Jojo, ich würde die Kuppel sowieso erstmal nur als erstes richtiges Haus, so, weißt du? Ja. Es geht ja, also ich würde das halt unterirdisch mit ganz vielen Gängen und so machen und Räumen und so, weißt du, was ich meine? Ja. Gut. Ah, jetzt fehlen. Ja. 8 Erde. Oh. Fehlen 8 Erde. Sehr schade. Und ich habe die. Ja, was hat denn der Zombie da auf? Erreicht? Was hat denn der Zombie da auf dem Kopf? Das sah aus wie so eine mittelalterliche Foltermaske oder sowas. Ja, voll logisch, dass eine Wüste direkt neben dem Schneebiom ist. Dumm. Boah, ich zweimal da. Nicht, nein. Oh, da ist ein Creeper in die Luft gegangen. Und ein Skelett greift mich an. Geh weg, Zombie. Warum ist es weg, Zombie. Nacht? Warum kann es nicht Tag sein? Ich bin immer nachts unterwegs. Das ist voll schrecklich. Au, au! Ich hab 2 Herzen! Ein halbes! Ihr wollt mich doch alle verarschen! Backenkind! du konntest mir zufälligerweise irgendwie helfen? Nein, ich hab nur eine Faust. Tut mir echt leid. Ja, jetzt schau mal schnell raus, hilf mir! Ja, ich fall durch die Erde, ich kann grad nichts machen. Oh, es leckt. So, jetzt. Hä? Ah! Ja, Alter! Nein. Warte, da muss doch essen. In irgendeiner Truhe noch. Alter, wie viele Zombies jetzt sind? Nein, fickt euch! Lass mich! Fickt euch! Ah, die kommen rein. Ah, da ist noch immer einer. Ah, ich finde das so entspannt, dass die Sachen jetzt gespeichert werden, sozusagen. Nein! Nein! XP! XP! Papiste! Meine was, Lunge! Was? Ich bin auch David, ja? Dann darf ich doch wohl deine Lungen annehmen, oder? Komm, wir gehen dann mal kurz pennen, okay? Komm, schnell. Ja, warte, ich muss hier wieder rauskommen. Wo bist du denn? Ja, ich will das. Ja, egal. Nein, jetzt bin ich wieder in das Loch reingefallen. Was ist denn da für ein Loch? Ja, da bin ich reingefallen vorher. Komm rein. Gut, dass wir 2 Türen haben. Damit. Ja, aber echt. Oh. Nein! Erstmal eine leckere Lunge. Oh Gott, ich bin vergiftet. Ich muss mich wieder verwandeln, das ist voll blöd. Zum Pennen gehen. Komm jetzt schnell pennen. Ja, ich kann ja auch nicht pennen. Jetzt aber. Ja. Ich glaube zwar auch nicht, dass das funktioniert. Warum? Bei mir ging es nur nicht, weil ich verwandelt war. Ja, bei mir waren Monsters nearby. Ah. Nearby. So, und jetzt hole ich mir meine Sachen wieder. Das heißt sogar Zombie Brain. Alter, ich war direkt da bei... Oh, Creeper. Au!
Au! Hilfe! Was ist das? Nein! Bei mir hat sich gerade die ganze Aufnahme irgendwie verschoben. Was? Die hat jetzt einen Teil von meinem Bildschirm. Die hat einen Teil von meinem Bildschirm aufgenommen, anstatt das Spiel. Ich bin da aus dem Bildschirm rausgekommen. Und dann. So, ich hoffe, kannst es ist richtig. Kannst du nicht den Vollbildmodus spielen, oder wie? Nee, dann nimmt der nicht auf. Aber, ja, sorry gerade für diese Verschiebung, ja. Voll professionell und so. Ja, die freuen sich hier über die Pornos, die da im Ding. Ja, haben. Ist klar, ist klar. Alter, da steht ein Creeper in einem Creeperloch und da ist der Kack-Baby-Zombie, der mich gekillt hat. Ach du, als Baby-Zombie auch noch. Ja, ich hab aus dem Bild geklickt, warum auch immer, wie das geht, keine Ahnung. Au, aha. Erstmal eine Ho. Aua! Ich werd vom Skelett angegriffen. Ich hab's nicht schon mit den Monstern, glaube ich. Ja, nicht nur heute. Folge 3, guck dir die mal an. Dreimal tot. Ah ja, genau. Weiß ich ja noch. Ja, und wie, du mit deinem Gedächtnis. In Anführungszeichen. Das war jetzt aber gemein. Oh, aber dann. Alter, sind hier ist hier das Gras hoch. Alter, das Server scheint gerade etwas zu laggen. Ja? Alter, dieser! Wo ist dieser dreckskleine Zombie? Komm her! Ich fick deinen Arsch! Ich fick deinen Arsch! Bei der Größe wirst du da, glaube ich, nicht viel zu tun haben. Ich hab's gerne eng. Wäre gut, wenn ich jetzt bald mal ankommen würde, denn ich verhungere bald. Was ist das für eine Blume? Brauche ich nicht. Doch, irgendwie logisch, dass wir unser Lager sozusagen direkt neben einem Wither-See aufgeschlagen haben. Haben wir? Anstatt neben so einem Regeneration. Essen, das ist schön. So, jetzt kann ich das ja mal kurz zeigen hier. Oder hast du das schon gemacht? Was? Aber ich zieh mir erst die Kiste on Kopf. On the Kopf. Hier. Achso. Die habe ich noch nicht gemacht, ne? Ja. I have a Kiste on my head. Okay, macht keinen Sinn. Aber ich habe I have a chest head. Ja, Mann. Warte. Haben wir irgendwo Farmen? Nö, musst du dir selber besorgen. Sonst wäre deine Aufgabe ja viel zu einfach. Water-Artischocken. Water. Hey, was? Water-Artischocken-Seeds. Oh, ich will wieder eine Fledermaus sein. Komm da hochgeflogen. Bitte, Fledermaus. Du mir dit gefallen. Das kann ich hier nicht pflanzen. Nein, ich gehe da lieber nicht runter. Wenn ich jetzt da runter gehe und die Fledermaus nicht bekomme, komme ich ja nie wieder lebend raus. Ich habe nämlich keine Spitzhacke dabei. Ich habe die Wüste erreicht. Das muss ich nun. Oh, jetzt muss ich wieder zu meinem Todespunkt, ey. Ist ja schrecklich. Ja, dann geht's mal ans. Seeds holen. Boah, ich bin so froh, dass der Todespunkt markiert wird, Alter. Ja, das ist wirklich gut. Du würdest du nie wieder zurückfinden. Da wäre ich mir aber nicht so sicher. Ich finde immer nach Hause, immer. Mit meinem Instinkt und Ortssinn. So, ich habe alles wieder. Ah, ich bin so glücklich.
So, dann lass mal die Wüste abbauen hier. Erstmal ein Brot reinpfeifen. Die Beans. So, wo ist denn eine schöne Stelle für Sand? Tomato. Kann ich Reis auch anpflanzen? Ja, ich kann Reis auch anpflanzen, juhu. Nee, weißt du, verdammt. Eins müsste das gewesen sein. Was war das denn? TKW? Schaffte sie wegen Cheating. Oh, da ist Treibsand. Kann man da reinlaufen? Da muss... Oh. Okay. Das war eine Frage. Kann man in Treibsand reinlaufen? Nein, was? Ist ja nicht so, da ist ja nicht so, als wäre das dasselbe Treibsand wie in, was nicht, Hexit oder so. Ich glaube nicht, dass das der gleiche ist. Ich glaube schon. Nein. Oder wie in Feed the Beast Ultimate auf jeden Fall. Nein, denn die sind ja immer nur in Rechtecken in irgendwelchen Wäldern oder so vorgekommen. Und die hier kommen wenigstens schön in der Wüste vor. Ja, gut, vielleicht. Ja, vielleicht. Ja, aber mit viel Gefühl, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ach, sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht. Alter, ich hasse es, wenn ich mich mehrfach höre. Fühle ich mich immer so... Na, halt dir halt die Ohren zu. Was bringt mir das? Ich habe doch die Kopfhörer dann noch an. Ja, dann hältst du dir halt die Ohren zu unter den Kopfhörern. Nee, das ist mir zu anstrengend. Nee. Oder zu viel Arbeit. Ich liebe ja die Aufgabe anderes des Sandabbauens. Anderes Lied, du bist langweilig. Irgendwas abbauen ist doch... Also es gibt nichts Schöneres, als irgendwas abzubauen, finde ich. Hust, hust. Oh nein, ein Wunder. Meine Schaufel ist kaputt. Ja, so geht das doch jetzt schon mal wunderbar schnell. Ist eigentlich der, Hast du auf die Uhr geschaut? Achso, ja, du siehst das ja. Ja. Ist eigentlich der Enchanting Plus Mod hier auch mit drauf, weißt du das, zufälligerweise? Ich glaube nicht. Kann man ja überhaupt keine overpowerten Waffen haben. Wie ein Hexit immer. Oder halt Werkzeuge oder was weiß ich. Ein Freund von mir will mir übrigens ein Modpack zusammenstellen. Dir ein Modpack zusammenstellen oder will ein Modpack? Ja. Aha. Ja, hatte ich auch schon mal vor. Bin ich gespannt, der kennt sich aber nicht so mit Minecraft aus. Na super. Ne, ich glaube, der schaut sogar unsere Videos. Ja? Ja. Hallo. Bist du auch in der Interwebs? Nee, jedenfalls hat er sich Minecraft nicht gekauft. Also ich weiß nicht, er kennt sich halt nicht mit den modernen, also mit, was heißt modernen, mit den populären Modpacks naja, aus. Nur wenn man sich Minecraft nicht gekauft hat, muss man sich ja noch lange nicht auskennen, oder? Nein, aber ich weiß nicht, die populären Modpacks spielt er halt nicht. Na, macht ja nichts. Na, du wirst es sehen. Ja, vielleicht sind das auch einfach nur Vorurteile, ich weiß nicht. Ja, garantiert. So, ich werfe jetzt... Also diese scheiß Tornado-Mod-Dingens, da geht mir schon echt am Wecker. Dieses hier... Also ich finde die Sounds echt cool. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, die ganze Zeit. Backenkinder. Das ist nur normal. Nur normal? Ja. Weißt du, was bei uns vor ein paar Tagen für ein Sturm war?
Ja, aber der kommt ja auch nicht jeden Tag vor, oder? Die ganze Zeit, durchgehend. Okay, da muss ich dir leider recht geben. Aber zum Glück ist vielleicht besser, aber... Hat es eigentlich bei euch dieses Jahr geschneit? Das ist ja mal eine Frage, wa? Ja. Ja? Bei uns gab es dieses Jahr kein Flöckchen, kein einziges. Das ist echt nicht normal. Aber... Da ist Treibsand. Alter, der ist ja versteckt. Irgendwie manchmal das Gefühl, dass ich irgendwo hin... Da, ja. Hä? Ich stehe und bewege mich. Nicht mehr. Okay. Ja, das habe ich auch gerade. Ich glaube, das kommt von dem Sturm. Kann gut sein. Vielleicht kommt ja ein Tornado auf. Oh, oh. Oh, oh. Die Blätter, die haben sich gerade gedreht. Die drehen sich, die Blätter drehen sich. Ja. Ist das normal? Ist es Nacht? Fragen über Fragen. Nacht. Ja, es wird Nacht. Ich krieg Angst. Aber die Blätter werden stärker. Ich krieg Angst. Hilfe. Also ein Sturm kommt auf jeden Fall auf. Ah, ich muss mich beeilen. Hilfe, ich werde weggezogen. Ah, der Sand. Der fallende Sand auch. Ah, ich krieg Angst. Kennst du diesen, wie heißt der Mod? Irgendwas Ohrmod? Den irgendwas Ohrmod kenne ich auf jeden Fall, ja. Du auch? Ganzer Sand ist runtergefallen. Leute, der Sturm wird verdammt stark, sogar die Partikel verweht's. Sogar den fallenden Sand. Was haben der voll. Was? Irgendwas Komisches vor seiner Nase gehabt. Ja, Leute, das macht mir echt Angst. Hier. Komm bitte wieder heim. TKW. Sorry. Naja, solange du mich Timo nennst, das wäre ja noch okay, aber. Okay, Timo. Aber ist noch ungewohnter. Ja, weißt du, denn den anderen Namen, ich glaube nicht, dass es da so viele auf Facebook gibt. Ich glaube, ich schätze mal, dass ich da der Einzige aus Deutschland bin. Kann ich mir super, super vorstellen. Super. Und wenn dann irgendjemand dann da irgendwie ganz gibt oder so. Den Namen eingibt. Dann hat er mich sofort gefunden. Okay, der Sturm hat sich wieder beruhigt. Ja, ach, was ein Glück. Und dann könnte ich auch direkt eine Facecam anmachen. Ja, ja. Was könntest du da anmachen? Könnte ich auch direkt eine Facecam anmachen. Ich glaube zwar nicht, dass sich irgendjemand die Mühe macht, nach mir zu suchen. Ich glaube nicht, dass jemand meine Hackfresse sehen will. Glaube ich auch nicht. Aber bei dir erst recht nicht. Ja, gut. Ah, oh, ich bleib weg vom Skelett, ey. Mann, wann habe ich denn endlich mal genug Sand? Ich will mein Inventar ganz voll bekommen. So, wie viele Stacks habe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meinst du, 10 Stacks reichen? Nein, aber für jetzt schon. Okay, dann komme ich erstmal zurück. Du willst nur, dass ich nach Hause komme. Du hast Angst vorm Sturm, ich kenne dich doch. Ja, habe ich auch schon vorher gesagt. Ja, ja, ja. Ui! Da ist ein Creeper und da ist Treibs. Autsch! Ich bin blind! Da ist eine kleine Giftspinne! Ich bin do! Ui! Ich hab ein Herz! Das ist jetzt nicht dein Ernst! Alter, ohne Scheiß. Oh. Wie weit bist du eigentlich gekommen? Ich war auf dem Rückweg. Hilfe! Ich krieg Schaden. So. Hör mir auf, wie es für dich! Die hat mich gekillt. Die hat mich gekillt. Dieses kleine Mistviech. Alter, hast du mich jetzt erschreckt?
Komm mal her, ich muss mich zurückverwandeln. Und dann pennen gehen. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe Ü gedrückt. Ich wollte aber Ö drücken. Oh, was? Das ist total überrascht. Nein, der ist durch deinen Körper durchgegangen. Komm, wir gehen pennen. Bist du drin? Ja. I'm laying in the bed. In the bed? In the bed, ja. Okay, ich würde sagen, du bleibst hier, denn die Folge ist vorbei. Du musst die Beendung machen. Tomate. Ey, wo hast du die her? Hast du schon was angebaut? Ja. Tatsache. Kann man die Bären auch anbauen? Warum greif... Okay. Hinter dir. Nein! Alter, du bist doch kein einziges Mal gestorben. Ja, du. Kein einziges Mal. Bei mir ist das jetzt bestimmt schon das fünfte Mal. Sicher bin ich schon ein... Ich bin schon mal gestorben. Zweimal sogar schon. Ah, einmal habe ich dich gekillt. Okay, dann... Das zählt aber irgendwie nicht. Och, Menno! Ja, und das andere Mal... Ja, ich würde sagen, wir bauen dann nur Tomaten an, oder? Und Barley Seeds. Ja, mach das nächste Folge. Ja, das machen wir dann nächste Runde. Ja. Nur nächste Runde vor allem. Und nächste Runde, okay. Ja, sag tschüss. Aber tschüss. Irgendwie, ob wir trotzdem so vor, dass Sturm stärker geworden ist. Ja, sag tschüss. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, draußen. Und tschüss. Okay, das ciao, tut mir leid. Also, tschüss. Geilen Fickschnitzel. Idiot. Okay. Dann, ciao. Tschüss. Hab ich schon gesagt, aber egal.